Hallo, schönen Abend. So, zum letzten, dritten Teil zu dieser Buchbox. Ne? So, ich habe noch so einen Aufleger gemacht mit einer Tasche, auch so ein Einsteckfach durch, einfach so eine Banderole. Ne? Und auf blauen Unterleger noch aufgeklebt, habe es ein bisschen gestärkt. Und das wird jetzt, habe jetzt doch mich entschieden, dieses mit dem Glitzer. Es ist ja ein Blatt ist ja ohne und eins ist ja mit. Ach guck, es hat jetzt vorne so einen Fehler. Aber ja, egal. Kommt eh noch auch noch ein Etikett, meine ich, so ein Teil da drauf. So. Ja, das wird dann aufgeklebt und dann werde ich doch noch die Falzen hinterher wohl ziehen für den Rücken. Ne? So, dann schaue ich mal. Hier, das ist das vordere Teil, das kommt drauf. Ja, passt gut. Okay. Bin leider noch nicht so fit. Ich war echt fertig, so gestresst und musste ich da ein bisschen einfach mal runterschalten, wie es heißt, habe ich auch gesagt mal, ne? Und so ist es. So, dann ist auch das noch soweit. Vorbereitet. Muss ich schön schauen, dass es ist Abend, ne? Das macht man dann sich Schatten und dann sieht man auch nicht so gut. Aber ja, ich hoffe, klappt gut. Mich da vorsichtig vorwärts tasten. Ja, würde ich sagen, so müsste es klappen. So. So, und das noch. Ja, okay. So, das. Und so, guck mal, ist auch nicht schlecht, ne? So eine Form. So wie ein Buchrücken, ne? Ich habe auch nicht gefalzt. Es gefällt mir sogar so, ne? Okay, das ist das. Aber ich glaube schon, dass ich doch falze, ne? Ich wollte da, ich habe nämlich das große Brett. Jetzt hat man da unten so eine Einrisse, wenn die Bahn nicht reicht, ne? So, und da möchte ich hier daneben eine Falzlinie ziehen und den und auch hier noch mal, ne? Ganz knapp. Ja, auch so eine. Warte mal. Da. So, 2, 3 Achtel, ne? Okay, 5, 3 Achtel. Ja, genau, dann ziehe ich auch hier so ein kleines bisschen vielleicht. Obwohl, man könnte auch diese, ihr wisst ja, so Rillen ziehen und so wie so eine, nicht Wellpappe heißt das, oder doch. Könnte man so machen. Diese ganze Rücken, ne? Ja, auch okay. Aber ich möchte hier so einen blauen Einleger noch reinkleben. Oder nicht? Ich glaube schon, ne? Müsste rein. Schau mal. Ja, dann klebe ich den Steg noch rein. Auch.
bei langen Teilen, ne, da muss man echt schauen, dass das nicht da irgendwo sich verschiebt. Dann möglich ist es. Ne? Guck. Und dann habe ich so. Ja, und dann habe ich auch das noch. Ja, und dann ist das so ein Buch. Ne? Guck, der Buchrücken ist dann wieder anders. Ja. Und was wird jetzt noch gemacht? Ist ja auch noch so ein wichtiges Teil. Da oben muss ich einschneiden. Ne? Das ist immer so wie so ein Zauberwerk, dachte ich. Ist ja, warte mal, ich muss mal gucken, ob das, dass ich da nicht was falsch schneide. Da. Ah, siehst du, nicht von oben muss ich schneiden. Ich muss von der Seite schneiden. Dann ist es, ne, öffnet sich das an der Seite rein und da an der Seite rein. Aha, gut, ich hab noch mal nachgeguckt. Ja, es stellt man so aufrecht hin und es wird da hineingeschnitten. Wie tief das ist, den Schnitt machen. Das ist eine Zauberei, ne? Ich glaube, eine feinere Schelle hole ich mal, oder ist okay. Der Kartstock ist echt dick, ne? Na komm, so. Guck dann. Oh, wow, ne? Genau. Und da auch noch. Ah, ich hätte es vielleicht vorher schneiden sollen. Aber ja, geht schon. Kriegen wir hin. So. Haben und so, guck mal, und so ist es wieder viel breiter, ne? Guck mal, das und das, und das machen wir auch noch. Muss ich mal vorsichtig das da reingehen, nichts reißen, so eine dicke Schere habe ich mir auch nur noch genommen, ne? Naja, klappt schon. Na komm, so habe ich es. Ja, und du. So ein Wow-Effekt, ne? Voll cool. Sonst kann man es falsch schneiden, ne? Es ist auch dann ärgerlich. Na komm. Gefällt mir, aber ist echt viel tiefer, ne? Nö, gut, guck mal, richtig gut. Kann ich das in Geschenkpapier einpacken, noch Schmuckelemente, ne? Da kann man schon einiges reinpacken und die Packung passt. Ja, guck, ein bisschen hätte ich auch kürzer machen können, aber ja. Aber doch, passt rein, ist nicht zu klein. Und da kommen noch Text rein. Und guck mal. Könnte man gar nicht denken, dass da. Guck mal, das sieht ja aus, ne? Wie ein Buch. Hier auch und da, ne? So eine Form. Ah, guck mal, das fällt rein in dieses Ziehharmonika. Okay, ja, so, ne, dann so machen, dann fühlt das richtig aus. So, weiter. Ja, ich habe ja hier Schleifchen gemacht, ne, und da ist hält auch so. Und das ist für einen Jungen, dachte ich, ja, muss nicht sein. Ist auch so echt schön, packt man dann, verpackt man. Und dann ist es ja gut. So, hier gibt es ja diese schöne
Tags oder naja, Etiketten, ne? Und da wollte ich das in Blau, das wollte ich ja hier rausholen. Na, wo bist du jetzt? Ja. Ne, dieses da passt. Oh Mensch. Ja, so. Dieses, ne? Dachte ich zum Rausziehen. Und, ich finde, diese Block, der ist auch für Mädchen und für Jungs. Ne? Es ist echt so eine bunte Mischung. Auch das wäre gut, ne? Dieses gefällt mir. Ja, da könnte man auch in der Wolke den Namen reinschreiben. Ne? Oh, das ist auch so süß. Guck mal, der, ne? Hm. Aber ich glaube bei dem. So, dann mal Endspurt. So, ich habe das jetzt auf Platz gesetzt. Finde ich, ist hübsch. Ja, thematisch nicht unbedingt Super Mario, aber der hat ja auch so im Spiel so Welten, ne? So, so sieht's aus. Hier habe ich so ein Booklet. Kann man ein paar Fotos dann reinmachen, ne? Hier in die Tasche. Da ist auch so einer, da kann man auf der Rückseite vielleicht oder auch vorne mal schauen. Als ein Einsteck, Brief vielleicht und so. Vielleicht da noch den Namen werde ich noch, vielleicht Buchstaben ausstanzen, könnte man hier. Und ja, so sieht es aus. Das wird noch in passendes Geschenkpapier, so farblich ein bisschen vielleicht noch eingepackt. Und guck mal, kann man rausholen so. Und dann wieder rein. Ist eigentlich, guck, doch die Höhe ist gar nicht so, so viel höher als, ne? Passt. So, okay. Naja, so, ne? Und dann. Und da kann man auch was, ein Geheimversteck machen. Ne? Nicht dann als Karte und auch als Box. So, und Rückseite ist so erstmal geblieben. Ja, da habe ich dann die Tasche ein bisschen höher gefahren. So, und dann, ja, das ist der Rücken. Könnte man auch noch was, ne? Mal schauen, so sieht es aus. Und dann aufschlagen. Das ist eine geschlossene Einstecktasche. Das ist eine tiefe Tasche, ne? Die ist einfach durch. Nur so ein Streifen habe ich da hineingeklebt. Da kann man was reinstecken. Dann, ja, und die Buch. Ja, Box, so Versteckfach. Ja. So sieht es aus. Rückseite, ne? Okay, so ihr Lieben. Dann mache ich Schluss. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüssi.